Straftaten zu begehen. Wir haben anhand des Vertriebswegs und der Produktbeschreibung auch einen legitimen Einsatzzweck dafür erkannt. Und weil wir diesen legitimen Einsatzzweck dafür erkannt haben, gehen wir davon aus, dass kein strafrechtlich relevanter Einsatz intendiert ist. Und deswegen droht euch keine Strafverfolgung wegen des Besitzes dieses Softwareprogramms. Aller Voraussicht nach, ja. Aller Voraussicht nach, ja. Nochmal wiederholen die Frage bitte. Es kam, war die Frage gestellt worden, ob es ausreichend ist, dass ein legitimer Einsatzzweck in der Produktbeschreibung enthalten ist. Und ich gehe davon aus, nach dem Verständnis der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, sobald ein legitimer Einsatzzweck sichtbar ist und dokumentiert ist und bestenfalls nachweisbar ist, haben wir ein sogenanntes Dual-Use-Tool und da kommt man nicht in eine Strafbarkeit nach 202c Strafgesetzbuch hinein. Da war gerade noch eine Hand. Dann würde es ja im Prinzip reichen, einfach for educational purposes dran zu schreiben oder zu Forschungszwecken ist ja eigentlich immer ein legitimer Einsatzzweck, auch für Viren zum Beispiel. Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Aber wie gesagt, es gibt außer den zwei, drei Ermittlungsverfahren und diesen drei Verfassungsbeschwerden keinerlei dokumentierte Ermittlungsverfahren wegen des Hackerparagraphen. Ob das wirklich ausreicht, wird irgendwann mal ein Strafgericht klären. Dann sind wir schlauer, wenn die Entscheidung da in der Welt ist. Aber ich kann mir vorstellen, sobald es einen legitimen Einsatzzweck gibt und Sicherheitsforschung entwickeln vom eigenen Virenscanner, das kann man ja nur sinnvoll testen, wenn man auch die Viren hat, dass man dann schon in einem legitimen Einsatzzweck wieder drin ist und man sich nicht aus diesem Grund strafbar gemacht hat. Ich hatte... Was ich mich frage, ist, wo eigentlich da die Grenze zum Programm gesehen wird. Ich meine, also die meisten Programme haben einfach zwei Einwendungszwecke. Nmap kann man auch freundlich einsetzen. Was ist aber, wenn man jetzt zum Beispiel ein Skript schreibt, ein einfaches Bash-Skript, das halt, was weiß ich, jetzt ein Postgre macht und dann halt nach und nach irgendwelche Abfolgen macht und dieses eine Skript wirklich nur einen bösen Anwendungszweck hat, aber dort drin nur Programme verwendet werden, welche, naja, auch gut sind. Würde das dann immer noch als Hacker-Tool zählen oder? Ja. Ein Skript, das verschiedene Programme, das verschiedene legitime Programme aufruft und dann in der Folgezeit abarbeitet. Ja, es ist, ein Skript ist ja, also wenn man es ganz einfach schreibt, wirklich nur eine Abfolge an Befehlen, die man selber auch von Hand eingeben kann, wo man aber zu faul ist, das selber zu machen. Wahrscheinlich nicht. Wird wahrscheinlich nicht runterfallen unter ein 202c. Ja, aber es gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt a million shades of gray. Und je grauer oder je schwarzer wir werden, desto eher droht halt, dass ein Ermittlungsverfahren dann eingeleitet wird. Das ist ärgerlicherweise so, weil die Tatbestandsvoraussetzungen reichlich unbestimmt sind, auch die Interpretation durchs Verfassungsgericht genügend Raum lässt. Man hat einen Gummizug, wo man wunderbar dran ziehen kann und wenn das Gummi den Zug aushält, sind wir noch im grünen Bereich und wenn es reißt, dann ist es zu spät. Das ist undankbar und ärgerlich, aber das ist momentan der Status quo. Beim Beschwerdeführer zu 1, das war der Geschäftsführer von einem IT-Sicherheitsunternehmen,
der hatte auch, wie das Verfassungsgericht geschrieben hat, Software aus zweifelhafter Herkunft. Aber da ist es davon ausgegangen, dass der sich nicht strafbar macht, weil er befugt handelt. Wir erinnern uns kurz zurück, 202a und 202b fangen beide an, wer unbefugt, Punkt, 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 Punkt. Und der Geschäftsführer einer IT-Sicherheitsfirma, wenn der Drittsysteme auf Schwachstellen testet, handelt ja, ich sag mal zu 99,9% mit Einwilligung des Berechtigten. Deswegen erfüllen dessen Handlungen nicht den Straftatbestand des 202a und b. Es gibt also keine, in dem Sinne, Haupttat, die gerade vorbereitet wird. Und aus diesem Grund scheidet auch eine Strafverfolgung für den Geschäftsführer dieses Sicherheitsunternehmens aus. Und deswegen sei seine Verfassungsbeschwerde auch unzulässig. Ja, ich hätte nochmal eine allgemeine Frage. Also heißt das, die Programme werden nur an der Dokumentation bewertet? Also wenn das Programm eine ordentliche Dokumentation hat und ordentlich vertrieben wird, kann das Programm machen, was es will? Auch nicht legale Sachen, aber es wird strafrechtlich nicht belangt, oder wie sieht das aus? Nee, den Schluss halte ich für falsch. Also es muss jedenfalls einen legitimen Einsatzzweck für dieses Programm geben. Den gibt es eigentlich bei jedem Programm. Also mir würde nicht auf Anhieb ein Programm einfallen, das keinen legitimen Einsatzzweck haben könnte. Und sei es, dass ich das Teil nur an meinem eigenen Rechner benutze, um mein System selber auf Verwundbarkeit abzutesten und abzuklopfen, ob da irgendwelche Lücken drin sind. In dem Moment haben wir einen legitimen Einsatzzweck und sind schon wieder im Bereich der sogenannten Dual-Use-Tools. Also ein illegitimer Zweck oder ein Programm ohne legitimen Zweck könnte zum Beispiel sein, denke ich, ein Skript, das ja auch ein Programm eigentlich ist, das meine Sammlung, meine wissenschaftliche Sammlung von Forschungsexploits durchgeht und die alle auf IP-Adressen anwendet, die nicht mir gehören, sondern nachweislich meinetwegen der Deutschen Bank. So, wenn ich dieses Programm aufrufe, kann es keinen Zweck haben, der legitim ist eigentlich, außer ich wäre jetzt Beschwerdeführer 1 und hätte diesen Auftrag. Das lässt sich ja aber prüfen. Und solange diese Nummern da drin stehen, ist das Programm in der Form, würde ich mal sagen, ohne legitimen Zweck. Ja, aber wenn du sagst Shell-Script, kann ich ja beliebig die IP-Adressen austauschen und gehe dann zur Not halt in den 169.254 rein. Das ist ja mein eigenes lokales Netz mit Fallback, wenn DHCP-Server mir keine IP-Adresse zuteilt. Und in dem Moment bin ich wieder in einem legitimen Einsatzzweck drin. Dann wäre es ein anderes Programm, ja, aber auf die Programmqualität, so tief ist das Verfassungsgericht dann auch nicht auf die Beschwerden eingestiegen, dass sich die Frage gestellt hat, was ist eigentlich jetzt ein Computerprogramm? Aber das ist wäre eine spannende Frage, das mal von der rechtlichen Seite her zu beleuchten, was ist eigentlich ein Computerprogramm in rechtlicher Hinsicht. Hier. Hier kamen die kurze Anmerkungen, genau dieses Szenario mit dem Programm ist der Grund, dass man die IP-Adresse mal auf der Kommandozeile eingibt. Ich sehe vier Hände, ich habe noch, ich glaube, drei Folien, die würde ich gerne durchgehen und danach machen wir quasi offene Fragerunde. Wenn man solche Tools in den Einsatz nehmen will, sollte man auf drei Dinge achten. Man sollte die Funktionen der Software kennen und dokumentieren, beziehungsweise die Dokumentation des Entwicklers haben, wenn es denn eine solche gibt. Man sollte den Einsatzzweck der Software dokumentieren, nicht nur im Kopf, sondern wenn es geht schriftlich, nicht unbedingt als digitale Daten, sondern wirklich klassische tote Baum. Und schlussendlich sollte man die Einsatzintention dokumentieren. Warum habe ich dieses Programm und warum setze ich dieses Programm ein? Das macht dem Strafverteidiger große Freude, wenn er das im Falle eines Ermittlungsverfahrens zusammen mit der Ermittlungsakte von seinem Mandanten bekommt, der ihm